Moin und willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute geht es um das iPhone 13 Pro Max. Das ist mein aktueller Daily Driver, den ich jetzt schon seit circa 8 Monaten täglich bei mir im Einsatz habe. Und ich würde sagen, es ist mal Zeit für ein Langzeitfazit, denn ich habe mit dem Gerät schon einiges erlebt. Es geht um den Zustand vom Gerät, den Zustand vom Akku, meine Highlights, aber auch meine Probleme mit dem iPhone. Und alles, was ich zu sagen habe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Zuallererst geht aber ein riesengroßes Dankeschön raus an Frank, den Sponsor des heutigen Videos. Die sind nämlich 2 Jahre alt geworden und zur Feier des Tages gibt es für euch mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Mit dem Code TECHNIKLIKE2 bekommt ihr bei eurer Anmeldung nämlich dauerhaft 2 GB geschenkt und wenn ihr dann zusätzlich über Frank for Friends noch euren Code teilt, bekommt ihr ebenfalls jeweils nochmal 2 GB on top. Also, die Aktion läuft noch bis zum 30.06. und wenn ihr sowieso auf der Suche nach einem neuen Mobilfunktarif seid, dann ist jetzt die Chance. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Ganz kurz vorweg, ich benutze hier das iPhone 13 Pro Max in der Farbe Sierra Blau, einfach aus dem Grund, weil ich liebe große Displays in Smartphones. Ich liebe eine gute Akkulaufzeit in Smartphones und dieser Blauton, den Apple jetzt hier mit dem iPhone 13 vorgestellt hat, der gefällt mir persönlich extrem gut und dementsprechend war die Wahl für mich eindeutig. Falls ihr auch in Zukunft keine spannenden Videos mehr von mir rund um die neueste Technik verpassen möchtet, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da, damit auch in Zukunft hier noch coolere Videos auf diesem Kanal online kommen können. Und wir kommen jetzt zum Zustand von meinem iPhone 13 Pro Max, weil dieses Gerät wurde größtenteils ohne Hülle und auch ohne Schutzfolie benutzt und dementsprechend ist die Frage, wie ist jetzt der Zustand von den Gebrauchsspuren und Kratzern nach circa 8 Monaten im Alltag. Besonders überrascht war ich von der Rückseite, denn die besteht ja aus mattem Glas und sieht wunderschön aus und im Normalfall lege ich das Smartphone auf der Rückseite ab, wenn es neben mir auf dem Tisch liegt und so oder auch irgendwo anders. Egal wo ich bin, im Normalfall liegt das Gerät dann auf der Rückseite und dementsprechend hätte ich damit gerechnet, dass auch einige Kratzer in der Rückseite sind, aber Stand jetzt habe ich in der Rückseite nicht einen einzigen Kratzer. Diese Rückseite sieht aus wie neu und da war ich schon ziemlich erstaunt. Bisschen anders sieht es mit der Vorderseite aus. Hier habe ich nämlich mehrere kleine Mikrokratzer, die fallen allerdings überhaupt nicht auf, also weder wenn man sich das Gerät so anschaut, noch wenn das Display eingeschaltet ist und was ziemlich ärgerlich ist, ich habe 2 etwas tiefere Kratzer im unteren rechten Displaybereich. Wie genau die da reingekommen sind, weiß ich nicht ganz genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine der wenigen Situationen war, in denen ich das Gerät mal mit dem Display nach unten abgelegt habe und naja, es ist ziemlich ärgerlich, aber jetzt sind die Kratzer eben drin. Der Edelstahlrahmen ist Hochglanz und nicht nur super anfällig für Fingerabdrücke und irgendwie Schweißhände, sondern auch für Kratzer. Allerdings sind das alles super leichte Kratzer, die einfach in der Hosentasche entstanden sind. Dadurch, dass man das Gerät ja total häufig mal in die Hosentasche reinpackt, wieder rausholt, in der Hosentasche dann auch ein paar Staubkörner sind und so, da kann man Kratzer einfach nicht vermeiden. Aber insgesamt, wenn man sich das Gerät so anschaut, sieht man diese Kratzer wirklich nur, wenn der Rahmen auch sauber gemacht ist und auch dann fallen sie einem nicht direkt ins Auge, sondern man sieht ja halt, wenn man sich das Gerät mal genauer anschaut. Ich muss aber auch erwähnen, dass mir das iPhone bisher 2-mal runtergefallen ist und beide Male ist es ohne Schutz einfach auf dem Rahmen aufgekommen und es gibt keine einzige Macke im Rahmen. Also der Rahmen, der sieht wirklich aus wie neu und das ist schon ein großer Vorteil auch im Vergleich zu dem Alurahmen im normalen iPhone 13, der ja ein bisschen weicher ist im Vergleich zu dem Edelstahl. Aber hier dieser Edelstahlrahmen, der hält einfach super gut, ist sehr robust und dadurch wird das iPhone natürlich nochmal stabiler. Ich nutze meine Geräte übrigens sehr gerne ohne Schutz, damit ich auch im Test auf Dauer rausfinden kann, wie sich so der Zustand mit Gebrauchsspuren verhält. Und ich kann euch sagen, dass dieses iPhone auch im Vergleich zu den Vorgängermodellen und auch im Vergleich zu anderen Geräten echt ziemlich robust ist und dass man es auch wirklich gut ohne irgendeinen Schutz benutzen kann, wenn einem das Design persönlich ziemlich wichtig ist. Natürlich hat man dann immer ein bisschen höheres Risiko, aber das muss dann am Ende des Tages natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist, ihr seht hier Aufnahmen von meinem iPhone. Ich habe das iPhone 8 Monate ohne Schutz benutzt und kann euch sagen, dass ich nicht einen einzigen Tag wirklich besonders pfleglich drauf geachtet habe, sondern es einfach nur als normalen Gebrauchsgegenstand benutzt habe und ich finde, dafür ist der Zustand noch ziemlich gut. Kommen wir aber zum nächsten Punkt und das ist die Akkulaufzeit. Dieser Punkt ist auch besonders wichtig, denn mit der Zeit wird die Akkukapazität immer schlechter und die Akkulaufzeit leidet dementsprechend dann auch darunter.
Man kann unter iOS in den Einstellungen nachschauen, wie der Akkuzustand ist. Und mein iPhone sagt mir, Stand jetzt 99% Akkukapazität ist noch übrig. Das ist schon ein ziemlich guter Wert, gerade wenn man bedenkt, dass ich ziemlich viel Wireless Charging verwende und das auch die Akkulebensdauer nochmal minimal verkürzt, dadurch, dass einfach mehr Hitze entsteht und Hitze schadet nun mal dem Akku. Damit aber noch nicht genug, denn es gibt auch die Möglichkeit auszulesen, wie viele Ladezyklen der verbaute Akku im iPhone schon hat. Und dafür gibt es eine kleine Anleitung, die man befolgen muss. Dafür geht ihr in die Einstellungen, klickt anschließend auf Datenschutz, scrollt runter bis Analyse und Verbesserung und klickt dann auf Analysedaten. In die Suche gebt ihr dann Log Aggregated ein und klickt auf den untersten Eintrag der Liste mit dem aktuellsten Datum. In der Logdatei kopiert ihr den gesamten Text und fügt ihn dann in eine neue Notiz ein. Anschließend gebt ihr in die Suche vom Dokument Battery Cycle Count ein und bekommt darunter eine Zahl angezeigt. Und diese Zahl entspricht den Ladezyklen vom Akku. Es gibt aber auch eine etwas simplere Methode und dafür müsst ihr euch nur einen Shortcut installieren. Den Download-Link dazu habe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung gepackt und dann müsst ihr nur noch in den Einstellungen die Logdatei raussuchen, so wie ich euch das eben erklärt habe. Und wenn ihr die geöffnet habt, dann reicht es, wenn ihr oben rechts in der Ecke auf den Teilen-Button klickt und dann könnt ihr nämlich den Shortcut ausführen und dieser sucht euch dann automatisch die Zeile im Code raus und zeigt euch dann als Benachrichtigung an, wie viele Ladezyklen euer Akku schon hat. Dieses iPhone hier hat aktuell 176 Ladezyklen und noch eine Batterie-Restkapazität von 99%. Apple selbst verspricht in einem Support-Dokument, dass bei 500 Ladezyklen der Akku noch bei rund 80% sein sollte. Das ist ein normaler Wert und ich muss sagen, wenn man das so vergleicht, dann bin ich da schon noch echt ziemlich gut dabei mit meinem Akku, obwohl ich jetzt nicht besonders viel Acht drauf gebe, dass er gut gepflegt wird und dementsprechend ist auch die Akkulaufzeit, die ich tatsächlich im Alltag rausbekomme, noch ziemlich nah an dem, was ich mit einem neuen Gerät erreicht habe. Das klingt doch alles zu gut, um wahr zu sein und naja, genau so ist es tatsächlich auch, denn ich möchte jetzt mal über meine persönlichen Probleme mit dem iPhone sprechen. Es sind nicht viele. Früher war Apple allerdings bekannt dafür, dass es gar keine Probleme gab, dass alles gut funktioniert hat und es keine Abstürze oder sonst was gab, aber ich habe tatsächlich zwei Probleme, die nicht besonders hartnäckig sind, aber circa einmal die Woche ungefähr auftreten und ich persönlich muss sagen, eigentlich sollte es nicht so sein und ich habe auch keine Ahnung, woran es liegt und wie man die irgendwie gefixt bekommt. Nummer 1. Aus welchem Grund auch immer öffnet sich immer mal random die Kamera-App, ganz egal was ich mache. Das ist jetzt auch kein Szenario, was man so reproduzieren kann. Manchmal ist es so, dass die Kamera-App sich öffnet, wenn ich gerade irgendeine Textnachricht schreibe. Und dann gibt es auch Situationen, in denen öffnet die sich, wenn ich einfach nur auf dem Homescreen bin oder gerade in Safari irgendeinen Artikel lese. Dann wisch ja einfach rüber zur Kamera-App und ich sehe durch die Kamera alles, aber ja, keine Ahnung, warum die Kamera-App geöffnet wird. Nummer 2, ganz selten kommt es auch mal vor, dass eine App warum auch immer nicht vollständig startet, sondern sich einfach im Bootscreen von der App aufhängt und dann keinen Inhalt anzeigt. Mit einem Neustart ist das Ganze dann auch gefixt, weil beim zweiten Mal funktioniert es wirklich immer, aber ich frage mich auch, woran es liegt, dass manche Apps einfach beim ersten Mal nicht vollständig starten und ich hoffe einfach mal, dass Apple diese Probleme, auch wenn sie wirklich nicht oft auftreten. Also das ist jetzt kein Problem, mit dem ich mich die ganze Zeit rumplagen muss. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass diese Probleme gefixt werden, weil eigentlich sollte Software funktionieren. Und ich hoffe mal, dass Apple auch weiter noch den Anspruch hat, dass die Software möglichst problemlos funktioniert. Auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass es immer komplexer wird mit regelmäßigen Software-Updates, neuen Produkten, neuen Features und allgemein der höheren Konnektivität zwischen Geräten, dass da irgendwie natürlich Probleme entstehen. Aber ich hoffe mal, dass Apple noch den Anspruch hat, diese Probleme auch im Nachhinein noch zu fixen. Es ist eine Herausforderung, gar keine Frage, aber Apple hat in den letzten Monaten auch schon gezeigt, dass Software-Updates auf jeden Fall dabei geholfen haben, dass die Probleme immer weniger wurden und am Anfang gab es tatsächlich häufiger mal irgendwie auch App-Abstürze oder so und sowas gibt es jetzt auch nicht mehr und dementsprechend gehe ich auch einfach mal davon aus, beziehungsweise bin positiv gestimmt, dass auch diese beiden Probleme, die ich aktuell noch habe, auch mit einem der nächsten Updates
Updates gefixt werden können. Okay, und jetzt kommen wir zu meinem letzten Punkt und das ist die Performance. Denn mit der Zeit kennt man es teilweise, dass Geräte langsamer werden, wenn die voll mit irgendwelchen Daten sind, wenn die unaufgeräumt sind, wenn Updates gemacht wurden und so. Aber Stand jetzt merkt man hier davon noch gar nichts, weil der A15 Bionic, der hat so viel Leistung, der bekommt es irgendwie alles noch gut hin. Also dieses Gerät, das rennt wirklich wie am ersten Tag und hat keine Performance-Probleme. Aber es fühlt sich jetzt tatsächlich sogar flüssiger an als am Anfang, denn die 120 Hertz ProMotion-Funktion, die im iPhone 13 Pro exklusiv ist, die war anfangs nicht wirklich für alle Apps komplett nutzbar, sondern es gab hier und da auch mal Einschränkungen, wo bestimmte Animationen nicht mit 120 Hertz liefen oder andere Apps das gar nicht unterstützt haben. Aber mittlerweile hat Apple ein Software-Update rausgebracht und ProMotion 120 Hertz funktioniert wirklich in jeder App und in jeder Situation so, wie es funktionieren soll, ohne Einschränkung. Und wenn die Power ausreicht für 120 Hertz in den Apps, dann sieht man auch 120 Hertz und das bedeutet, dass jede Bewegung, die man auf dem Display angezeigt bekommt, butterweich ist. Also 8 Monate mit dem iPhone 13 Pro Max im Alltag und ich kann euch sagen, dieses Gerät hat die Leistung wie am ersten Tag, die Akkulaufzeit ist ebenfalls vergleichbar mit dem ersten Tag und auch Probleme oder größere Fehler gibt es so nicht, sondern es sind wirklich nur die beiden Probleme, die ich in diesem Video erwähnt habe, aber ich bin auch guter Dinge, dass Apple selbst die noch gefixt bekommt und wo ich persönlich auch, als ich mich mit diesem Video hier auseinandergesetzt habe, extrem erstaunt war, das war eben der Zustand vom Gerät, obwohl ich keinerlei Schutzmaßnahmen getroffen habe, dass das Gerät keine Kratzer bekommt, sondern es einfach ganz normal benutzt habe und genau so muss es sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sind eure Erfahrungen und welches Gerät benutzt ihr? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos von mir mehr verpasst. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.